Oh Mann, ey, so langsam geht mir wirklich der Platz aus. Yo, hier ist Andi von der Checkers & Crew. Es ist Mail Day. Heute kommen Päckchen dazu. Und damit herzlich willkommen zurück hier auf dem Vintage- und Retro-Lego-Kanal der Checkers & Crew. Es ist Mail Day. Heute eine ganz besondere Folge, denn es gibt Zuschauerpost und wir gehen direkt rein, weil mir geht echter Platz aus und ich musste jetzt schon gucken, wie ich das mache. Lasst mich mal ganz kurz ein bisschen Ordnung schaffen. So ist schon besser. Ja, es gibt heute eine Sondersendung Mail Day, denn ich habe Lego von euch gekauft bzw. getauscht. Wir haben drei Pakete. Ein sehr großes und zwei immer noch große. Dreht sich heute alles ums Thema Eisenbahn? Ich glaube ja, ich glaube ja. Ich glaube ja. Wir fangen mal hier oben mit so einem an. Das kommt vom lieben Martin. Grüße gehen raus an Martin. Wenn mich nicht alles täuscht, wie hat Martin Kontakt mit uns aufgenommen? Ich glaube hier über YouTube. Beziehungsweise sind wir hier über die Kommentare in Kontakt getreten und dann hat sich Martin per Kontaktformular auf unserer Website bei mir gemeldet und dann haben wir uns ein bisschen was ausgemacht und ja, jetzt ist das Paket hier. Martin weiß das, sind einige Tage vergangen. Ich musste es leider erstmal liegen lassen, weil so viel anderes dazwischen kam. Aber jetzt komme ich endlich mal dazu. Und ich gehe mal allerstärkstens davon aus, da das alles drei Zuschauerpakete sind, dass die super gut verpackt sind. So sieht es mir auch gerade schon aus. Cool. Ja, damit habe ich nicht gerechnet. Dankeschön. Dankeschön. Cool. Das ist ja lieb. Und noch ein Polybag. Wie so ein kleines Go-Kart. Ein City-Polybag. Sehr cool. Wird sich mein Sohn drüber freuen. Sehr schön. Ich nehme es mal raus. Ihr seht schon, es ist ein silberner Karton. Tada! Die 4559 hatte ich schon mal, nicht nur einmal, auch hier mit Anleitung, ja, schön verpackt und noch einigen Zusatzschienen, so wie ich das jetzt hier sehe. Trafo dabei, Set dabei, eine sehr schöne Geschichte. Sehr cool. Also Martin wollte das loswerden, hat mit uns Kontakt aufgenommen oder mit mir im Speziellen. Wir haben uns geeinigt, er hat es rübergeschickt. Sehr schön. Vielen, vielen Dank dafür. Das werden wir uns natürlich zu gegebener Zeit angucken. Züge sind ja hier ein ganz großes Thema und damit geht es auch bald weiter. Und dann wird das Ding auch ja, in einer Review gezeigt. Sehr schön. Legen wir das mal an die Seite. Wohin lege ich das jetzt an die Seite? Ich glaube, ich muss das mal ganz kurz hier unten hinlegen. Ach, ist das immer ein Aufriss. So, da sind wir wieder. Dann machen wir hiermit weiter. Wie es im Buche steht. Vorsicht empfindlich. Basti hat ja da sehr gute Tipps schon immer mal gegeben, dass zum Beispiel Vorsicht Glas oder Vorsicht zerbrechlich Klebeband immer gut wirkt bei sowas. Ist eine sehr schöne Geschichte. Das kommt vom Olli. Und der Olli hat via Kontaktformular, auch wieder über die Website, Kontakt aufgenommen und hat gemeint, er hat ein paar OVPs da. Er möchte aber tauschen und er war auf der Suche nach Anleitungen. Und dann habe ich ihm nochmal auf einen meiner anderen Mail-Day-Videos verwiesen, wo ich auch ganz viele Anleitungen im Konvolut hatte. Und dann haben wir noch ein paar ausgemacht und dann haben wir quasi OVPs gegen Anleitungen getauscht. Und die dürften jetzt hier drin sein.
eine kleine Notiz. Hallo Andi, wenn du das liest, hast du mein jetzt dein Paket in den Händen. Wundere dich nicht, wenn das Paket noch vier weitere Pakete drin sind. Sicher, ja, Sicherheit der Ware geht vor. Wenn du noch was brauchst, mit dem Leerkühlungs-OVP-Bauanleitung, habe ich einige doppelt. Und in der Liste gib Bescheid. E-Mail-Adresse, sehr schön. Falls du ein Video über das Paket machst, habe ich nichts dagegen. Das ist deine Entscheidung. Sollte das Paket vor Weihnachten zu dir kommen, so wünsche ich dir dann für mich frohe Festtage. Ja, das kam tatsächlich noch vor Weihnachten. Also vielen Dank, Olli, das ist sehr schön. Es kam tatsächlich auch vor Weihnachten, aber ich musste das ein bisschen schieben. Und jetzt im neuen Jahr habe ich endlich die Zeit gefunden dafür, das ja, hinzubekommen. Sehr schön. Und es sind tatsächlich noch einzelne Pakete drin. Also das ist wirklich erstklassig. Denn und das ist nochmal eingepackt. Ja. My Own Train. Das ist die 140, also 10014 aus der My Own Train Reihe. Sehr schön. Die haben auch eine super Größe, also das haben wir euch ja auch schon ein paar Mal gesagt. Sowas immer mal aufheben, eignet sich super gut zum Versand. Und das ist hier wirklich gut Tetris gespielt mit den einzelnen Kartons. Und dann noch extra Verpackungsmaterial drin, um die Kartons nochmal gegeneinander abzusichern. Sehr cool. Nächstes. Und wieder verpackt, ordentlich verpackt. Und das nächste My Own Train. Die 10013. Auch das packe ich beiseite. Also ihr seht, es dreht sich ja viel um My Own Train. Denn das ist eine super coole Serie. Ich habe ein My Own Train Set hier stehen. Und zwar diesen Zug, der hier abgebildet ist. In schwarz. Und den gab es dann in mehreren Farben noch. Und das zeige ich euch auch zu gegebener Zeit. Aber von den anderen habe ich noch keins. Hier vorsichtig öffnen. Okay. Sehr schön. Danke für den Hinweis. Dann bin ich hier mal ganz vorsichtig. Hebe das lieber mal ein bisschen an. Ah ja. Oh, okay, hier sind zwei drin. My Own Train. Das ist die 10017. Also auch so ein Schüttgutwagen, wie ich euch schon mal in der Review zum 4536 gezeigt habe. Dann, und das ist Oberklasse, Santa Fe. 10025. Auch großartig. Den Santa Fe, die Zugmaschine habe ich euch ja schon ein paar Mal gezeigt. Die habe ich ja schon als Demo-Objekt benutzt, um meine Strecken testen zu können. Sehr schön. Und dann bleibt nur noch eins übrig. Und dann werden wir das jetzt hier mal hier runter positionieren. Und das gleich mal hier rüber. Und auch hier wieder sehr vorsichtig machen beim Öffnen. Also dann lieber ein kleines bisschen hier anheben und dann lieber auch mal mit dem Finger durchgehen. Ist zum Glück nicht das allerstärkste Klebeband. Oder auch hier wieder extra verpackt. Stimmt, wir haben 6 ausgemacht. Das ist ja super abgefahren. Die 10016 My Own Train, dieser Oktan-Tanklastwagen. Und die 10015 My Own Train, ein Personenanhänger. Ja. Puh, wirklich abgefahren. Vielen Dank nochmal, Olli. Das ist wirklich super krass. Also jetzt, wir haben zwar über alles gesprochen, aber jetzt das noch mal in Händen zu haben, ist schon noch mal eine andere Geschichte.
Hier ist übrigens immer das Gleiche drauf. Ist auch sehr interessant. Ja, okay. Stelle ich mal hier so an die Seite. Das kommt mal hier rüber. Oh, ich muss dann wieder aufräumen. Das ist immer ein Akt bei solchen Geschichten. Aber alles machbar. Und dann kommen wir zum letzten und zum größten. Ich glaube, ich muss doch noch mal kurz umplanen. Oh, und das letzte kommt vom Sebastian. Und ich glaube, das sind zwei Kartons, die aneinander befestigt wurden. Ich glaube, so ist das. Ja. Okay, wir machen mal zuerst das untere auf. Wenn ich da gerade besser drankomme. Eieiei. Ah, das ist. Es ist super gut verpackt und dann. Also ich habe lieber ein bisschen länger zu tun beim Auspacken, als mich dann drüber zu ärgern, wenn irgendwas nicht so gut war. Der Hochgeschwindigkeitszug, den fand ich auch super cool und deswegen musste ich hier zuschlagen. Und hier drin ist dann der Rest auch wunderbar verpackt. Ich glaube, ihr seht das, dass hier sehr viel Luftpolsterfolie zum Einsatz kam. Eine sehr schöne Geschichte. Und das Paket war zweiteilig. Das heißt, wir haben noch eins zum Auspacken. Jetzt muss ich nur mal kurz schauen, wie ich hier am besten reinkomme. Ich glaube, das Paket ist ein Mysterium für mich. Ich scheitere gerade ernsthaft daran, das Paket irgendwie öffnen zu können, ohne es groß kaputt zu machen. Ich wette, ich mache es falsch und ärgere mich dann. Aber nein. Das ist hier irgendwie drin. Ich mache das jetzt hier mal an der Seite auf. Es gäbe. Ach so, ja doch, ich habe es verkehrt gemacht. Wusste ich es doch. Jetzt müsste es eindeutig besser gehen. Bleibt das auch offen? Bin mir nicht sicher. Und hier ist das Set nochmal, beziehungsweise die OVP davon nochmal in einem deutlich besseren Zustand. Das wusste ich aber. Basti oder Sebastian hat mir das auch so gesagt. Die andere OVP hat vorne eine Beschädigung, die hier ist deutlich besser im Zustand. Also wenn ihr das nochmal sehen möchtet hier. Aber da lässt sich vielleicht was regeln. Ich werde da einfach mal unseren Chefrestaurateur Basti befragen. Und ja. Oh. Ah, es ist schön. Stay frosty. Es ist großartig. Was ist hier noch? Jetzt ist leider gerade die Kamera abgeschmiert und hat mir meine Reaktion versaut. Das war so nicht abgemacht. Das ist Verpackungsmaterial. Okay, super. Danke. Die sind voll. Also das ist nicht so, dass das leere Kartons wären. Die sind voll. Oh, und das ist sogar light bluish gray. Also normalerweise freue ich mich über sowas ja nicht, aber wenn ihr oh, abgef. Danke, Sebastian, wirklich, ohne Witz, das ist total abgefahren. Wenn ihr meine
das erste Der Zug rollt Video gesehen habe, da stelle ich euch die ganzen Zugelemente vor. Und da habe ich euch auch darüber informiert, dass es ja mit dem Farbwechsel 2004 gab es das 9-Volt-System immer noch. Und das heißt, es gab dann auch Dark Gray und Dark Bluish Gray Schienen. Und ich habe auch einen Satz davon da in als Kreise. Und jetzt habe ich hier quasi noch. Danke. Danke. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist absolut abgefahren. Damit habe ich nicht gerechnet. In allen drei Paketen, jetzt rutscht mir das hier ab. In allen drei Paketen kleine Aufmerksamkeiten in Form von Briefen oder lustigen Sprüchen und dann auch noch zusätzlichen Sachen. Vielen, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, wie ich das. Ja, danke. Ihr seid einfach klasse. Super gut. Vielen, vielen Dank. Puh, okay, ich muss jetzt hier mal tatsächlich dann ein bisschen Ordnung machen. Werde das auch tun. Ihr werdet das alles in Reviews wiedersehen. Ups, ist immer noch ganz abgefahren. Klasse. Ja, ihr werdet alles in Reviews wiedersehen. Bis dahin, schaut euch gerne noch das ein oder andere Mailday-Video an. Oder auch das ein oder andere Zugvideo. Ich verlinke euch alles gerne unten in der Beschreibung. Wir sehen uns schon sehr bald wieder. Bis dahin habt eine gute Zeit und Peace.